Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Heute eine wunderbare Geschichte. And today the story is again also in English. And it's eine wunderbare Geschichte, die heißt eine Geschichte auf den Weg. Und es ist eine ganz tolle, grundlegende Geschichte über das Wesen der Psychotherapie, der Psychohygiene. Und genau, die lese ich euch jetzt vor. In der persischen Mystik wird von einem Wanderer erzählt, der mühselig auf einer scheinbar endlos langen Straße entlangzog. Er war über und über mit Lasten behangen. Ein schwerer Sandsack hing an seinem Rücken, um seinen Körper war ein dicker Wasserschlauch geschlungen. In der rechten Hand schleppte er einen unförmigen Stein, in der linken einen Geröllbrocken. Um seinen Hals baumelte an einem ausgefransten Strick ein alter Mühlstein. Rostige Ketten, an denen er schwere Gewichte durch den staubigen Sand schleifte, wandten sich um seine Fußgelenke. Auf dem Kopf balancierte der Mann einen halbfaulen Kürbis. Bei jedem Schritt, den er machte, klirrten die Ketten. Ächzend und stöhnend bewegte er sich Schritt für Schritt vorwärts, beklagte sein hartes Schicksal und die Müdigkeit, die ihn quälte. Auf seinem Weg begegnete ihm in der glühenden Mittagshitze ein Bauer. Und er fragte ihn: »O müder Wanderer, warum belastest du dich mit diesen Felsbrocken?« »Zu dumm«, antwortete der Wanderer, »aber ich hatte sie bisher noch nicht bemerkt.« Darauf warf er die Brocken weit weg und fühlte sich viel leichter. Wiederum kam ihm nach einer langen Wegstrecke ein anderer Bauer entgegen, der sich erkundigte: »Sag mal, müder Wanderer, warum plagst du dich mit dem halbfaulen Kürbis auf dem Kopf und schleppst an Ketten so schwere Eisengewichte hinter dir her?« Da antwortete der Wanderer: »Ich bin sehr froh, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ich habe gar nicht gewusst, was ich mir damit antue.« Er schüttelte die Ketten ab und zerschmetterte den Kürbis im Straßengraben. Und wieder fühlte er sich leichter. Doch je weiter er ging, umso mehr begann er wieder zu leiden. Da kam wieder ein Bauer. Diesmal kam er vom Feld, betrachtete den Wanderer erstaunt. »Oh, guter Mann, du trägst Sand im Rucksack? Doch was du da in weiter Ferne siehst, ist mehr Sand, als du jemals tragen könntest. Und wie groß ist dein Wasserschlauch, als wolltest du die Wüste Kavir durchwandern. Dabei fließt neben dir ein klarer Fluss, der deinen Weg noch weit begleiten wird.« »Boah, dank dir, Bauer. Jetzt merke ich, was ich mit mir herumgeschleppt habe.« »Pah«, mit diesen Worten riss der Wanderer den Wasserschlauch auf, dessen brackiges Wasser auf dem Weg versickerte, und füllte mit dem Sand aus dem Rucksack ein Schlagloch. Sinnend stand er da und schaute in die untergehende Sonne. Die letzten Sonnenstrahlen schickten ihm die Erleuchtung. Er blickte an sich herab, sah den schweren Mühlstein an seinem Hals und merkte plötzlich, dass der Stein es war, der ihn noch so gebückt gehen ließ. Er band ihn los und warf ihn so weit er konnte in den Fluss hinab. Frei von seinen Lasten wanderte er durch die Abendkühle, eine Herberge zu finden. And now the story in English, and it's a wonderful basic story of psychotherapy and psychohygienic tools. And this is a wonderful picture that isn't contained in the German edition. And the story is called A Story on the Way. Persian mysticism tells of a wanderer who trudged along on a
seemingly endlessly long road. He was loaded down with all sorts of burdens. A heavy sack of sand hung on his back, a thick water hose was draped around his body. In his right hand, he carried an oddly shaped stone, in the left hand, a boulder. Around his neck, an old millstone dangled on a frayed rope. Rusty chains with which he dragged heavy weights through the dusty sand wound around his ankles. On his head, the man was balancing a half-rotten pumpkin. With every step he took, the chains rattled. Moaning and groaning, he moved forward step by step, complaining of his hard fate and the weariness that tormented him. On his way, a farmer met him in the glowing heat of midday. The farmer asked, "Oh, tired wanderer, why do you load yourself down with this boulder?" "Awfully damn, awfully dumb," replied the wanderer, "but I hadn't noticed it before." With that, he threw the rock away and felt much lighter. Again, after going a long way down the road, a farmer met him and asked, "Tell me, tired wanderer, why do you trouble yourself with the half-rotten pumpkin on your head? And why do you drag those heavy iron weights behind you on chains?" The wanderer answered, "I'm very glad you pointed it out to me. I didn't realize what I was doing to myself." He took off the chains and smashed the pumpkin into the ditch alongside the road. Again, he felt lighter. But the farther he went, the more he began to suffer again. A farmer coming from the field watched him in amusement and said, "Oh, good man, you are carrying sand in the sack, but what you see far off in the distance is more sand than you could ever carry. And your big water hose, as if you plan to cross the Kavir Desert. All the while, there's a clear stream flowing alongside you, which will accompany you on your way for a long time." Upon hearing this, the wanderer tore open the water hose and emptied its brackish water onto the path. Then he filled a hole with the sand from his knapsack. He stood there pensively and looked into the sinking sun. And the last rays sent their light to him. He glanced down at himself, saw the heavy millstone around his neck, and suddenly realized it was the stone that was still causing him to walk so bent over. He unloosened it and threw it as far as he could into the river. Freed from his burdens, he wandered on through the cool of the evening to find lodging. What a wonderful story out of The Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. I wish you a very nice evening, and maybe you can also wander freely through the cool of the evening, even if it's a bit frozen, the cool of the evening. And come back tomorrow for a new story out of The Merchant and the Parrot. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wo ihr frei von allen Lasten durch angenehme, kühle oder kühlende Situationen gehen könnt, und freue mich drauf, wenn ihr morgen wiederkommt zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Bis dann.